24. Revanche und Seitenwechsel. Du hast doch viel mehr Platz da. Klar, daran wird's gelegen haben. Vielleicht kannst du dir nach 30 Jahren mal eine neue Ausrede für dein mieses Spiel überlegen. Ich würde die Nase nicht so hochtragen, mein Lieber. Ach, er braucht Ruhe, wie süß. Die sind nochmal zurückgekommen. Was macht man jetzt? Ich gehe da nicht hoch. Der Wachdienst kommt doch bestimmt gleich. Auch wenn die Einbrecher jetzt nach unten kommen? Oh Mann. Ach, die Kellertür. Die Kellertür. Wir können durch die Kellertür nach draußen. Sehr gut. Du gehst vor. Aber warum denn ich? Weil du dunklere Sachen anhast. Los! Komm! Wir warten jetzt schön auf den Wachdienst. Bis dahin ist er längst wieder drin. Erklärt das mal Papa. Du wirfst ihm die Tischdecke rüber und ich zieh ihm den Schläger über den Schädel. Nein, 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 das mache ich nicht. Ich weiß genau, ich kann und das nicht. Und los! Jetzt! Jawohl! Sehr gut, Hagen. Gut gemacht. Wachdienst Fuchs, keine Bewegung! Ja, hallo. Ein Wochenende bin ich mal weg. Ein Wochenende. Könnte ausrasten. Warum bist du denn überhaupt eher zurückgekommen? Weil's am scheiß Scharmützelsee durch die Decke geregnet hat. Komm ich hier hin, krieg ich erstmal einen über den Schädel von meinen eigenen Söhnen. Ganze Bude ist ausgeräumt. Das darf doch alles nicht wahr sein. Papa, wir haben im Keller Tischtennis gespielt. Wir haben die Klinken nicht gehört. Konnte ja keiner ahnen, dass du zu heiser bist zum Rufen. Und wo ist mein Fernseher? Wo ist mein Bargeld? Wo ist mein Schmuck? Zwei Leute. Das könnt ihr alles bezahlen, das sag ich euch. Du hast Schmuck? Was denn für Schmuck? Von Oma Heti, du Dödel! Papa, wenn du so brüllst, dann wirst du noch heiser, Herr. Ich schrei so laut ich will! Habt ihr wenigstens was eingekauft? Ich will jetzt Bratkartoffeln. Wahnsinn. Die Verpackung sieht immer noch aus wie früher. Ein erfolgreiches Konzept, wieso sollte man das ändern? Cool, mit WM-Stickern. Letzte WM war vor einem Jahr. Klaus Augenthaler.